Ab nach unten. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir so ein... Ah, warte mal. Da ist, glaube ich, einer. Da ist einer. Da ist er. Da ist er. Ja! Ja! Oh, shit. Ich würde sagen, hier haben wir ja so eine kleine Base, ne? Dann können wir eigentlich hier an der Stelle einfach so wieder nach unten graben. Und dann gehen wir auf minus 52, war das jetzt, glaube ich, Ika, ne? Apropos zu dem Goblin hat, zu dem Trader Goblin hat gerade Ika nachgeschaut und hat geschrieben, ich habe nichts zu den Trades an sich gefunden, aber du kannst ihm wohl Essen geben und dann soll er wohl tanzen. Und im Nether gibt es noch eine andere Art von Goblins, okay? Und da bin ich mal gespannt. Fuck. Ich hab nicht ins Spiel gehen auf den Chat geachtet. Scheiße. Nein, mein ganzer Stuff ist weg. Oh mein Gott. Aber das sollten wir schaffen. Aber da ist auf jeden Fall die Kniescheibe kaputt gegangen. Ach du heiliger Bimbam. Ich habe Lava gesehen. Aber die war nicht in der Nähe. Da dran. Nee, Digga! Jetzt bekämpfen mich ja auch noch Skelette, ey. Oh. Oh Gott. Jawohl! Einfach nur rechtsklick. Let's go. Überlebt. Also, mehr oder weniger. To the moon. Oh, jawohl. Und Diamanten. Wir wurden belohnt. Ja. Unsere ersten Diamanten. Oh. Okay, jetzt haben wir natürlich das Problem. Ich bin da oben hier runtergefallen, ne? Aber wo? Es ist ziemlich dunkel hier unten. Wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Wo ist das Loch? Da ist es! Kommen wir da hin? Da ist das Slime. Irgendein Sim wie LS oder The Hunter. Bei MSX habe ich wieder Lust bekommen, aber auch. Mit Vierhand gezockt. Boah, ich hab gerade oben links die Health von dem Zombie gesehen und war für einen kurzen Moment erschrocken. Ist nur noch ein halbes Leben habe, aber. Alles im grünen Bereich, alles im grünen Bereich. Stimmt, du hast Valorant gespielt, ne? Viel? Stimmt, stimmt, stimmt. Ich vergaß. Kommt man hier überhaupt hoch oder? Stößt man sich mal die Birne. Ne, geht tatsächlich. Geil. Okay, das heißt, wir können so auf jeden Fall schon mal nach oben. Aber wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir uns jetzt hier mal einen Waypoint setzen. Create Waypoint.
Wie nennen wir das Ganze? Ich nenne es einfach mal 1. Confirm. Ist ja egal, ich weiß ja, was es ist. Hier sind ein paar Dings gestorben. Ich weiß gar nicht, was ist denn das jetzt? Das ist jetzt wieder so eine... Ist das jetzt so eine Mine oder ist das eine andere, was anderes? Weil das ist ja definitiv, es sieht ein bisschen anders aus als diese Standardmine. Das kann aber auch sein, dass das Modpack einfach im Grunde das, was existiert. Dass der das, was er nimmt, was existiert. Und das, also, dass die Mods einfach das aufgepimpt haben, ne? So. Like this. Mal gucken, wir krabbeln mal hier hoch. Oh, hier sind Spinnweben, das ist schon mal gut. Ein Minecart, da ist nochmal ein goldener Apfel drin, auch geil. Die Ropes können wir mitnehmen. Das Eisen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die Fackeln können wir nochmal einpacken. Aber Melon Seeds, Melonen haben wir noch nicht. Und die Strings kann man mitnehmen, weil die brauchen wir für Bogen und für die Kette. So, 1, 2. Nehmen wir einfach mal ein paar mit. Aber guck mal, wie geil die diese Minengänge hier aussehen. Voll nice. Das ist ja mit der Mod gepimpt worden. Schon cool. Weg frei machen. Ich mache jetzt keine großen Anstrengungen hier. Ich werde einfach nur mal den Gang geradeaus gehen. Also jetzt nicht abbiegen oder so. Sondern wirklich einfach nur geradeaus gehen und gucken, ob wir hier noch ein bisschen Stuff finden. Das ist doch schon mal ganz nice. Redstone brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die Ropes können wir vielleicht mitnehmen. Keine Ahnung, wofür die brauchen. Pumpkin Seeds weiß ich jetzt gar nicht, ob wir die hatten. Rice. Ja, Reis können wir auch mitnehmen. Ist auch nice. Also die Schallplatte nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist die beste. Ich glaube, Bedrock Seeds hatten wir schon. Redstone finden wir noch. Reis hier. Die Ropes können wir auch mitnehmen. Ja, und Fackeln auch wieder mitnehmen, ne? Perfekt. Ja, und Nametag würde ich auch gern mitnehmen, weil da können wir was Witziges machen bezüglich Supporter hier im Stream. So, dann laufen wir mal weiter und gucken, ob wir noch eine finden oder ob jetzt hier Ende im Gelände ist. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. Da sind Diamonds. Das sind Diamanten. Da bin ich mir fast sicher, dass das Dias sind. Ich habe ein Backpack. Ein Backpack habe ich schon. Genau, ein Backpack habe ich. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Das, was jetzt halt so unnötig ist, das habe ich jetzt einfach mal rausgeschmissen. Doch einfach das Dia-Radar an. Es gibt ein Dia-Radar. Oder war das auf... Ich glaube, da hinten ist noch ein... Was ist das denn? Das sieht auch irgendwie aus wie so ein Dungeon da oben, ne? Ich will jetzt eigentlich nicht so hoch oben, nicht so hoch, weil ich wollte jetzt nur Diamanten sammeln. Und wenn wir jetzt hingehen, und anfangen uns wieder hier überall hochzubauen und so ein Kram, dann bin ich in ein paar Stunden immer noch hier unten und weiß nicht mehr, wo ich bin. So, hier haben wir Dias. Dia-Ausbeute ist gerade genauso mager wie am ersten Tag die Eisenausbeute, sag ich euch, wie es ist.
Schrecklich. Oh, die Tierausbeute ist so scheiße blöd. Dimension of Bees awaits? Eine eine Bienendimension. Aha. Eins. Drei Stück schon mal. Drei. Ah, ich glaube, das war's. Ein Emerald? Ne, sogar zwei Emeralds. Nice. Das kann man rausschmeißen. Dutch. Oh, Alter, das waren sechs Emeralds. Okay, nice. Das sind Bomben. LOL? Sind das Bomben oder ist das dieses Antik... Ne, das sieht aus wie Bomben. Fünf Bomben! Oh mein Gott. Wir müssen sofort gucken, wie die funktionieren. Wie Ach, die wirft man. Ah, okay, ich verstehe. Das sind wie so Impact-Granaten sind das am Ende. Okay. Ah, so stark sind die jetzt aber nicht. Wir haben das Skelett nicht gewonnen. Also, langweilig. Kann man machen, muss man aber nicht. Die Minen sind, ey, ich finde die Minen auch richtig geil. Ich finde die Höhlen, ich finde aktuell finde ich wirklich alles an dem Modpack geil. Weil alles, was es in Minecraft gibt, also im normalen Minecraft gibt es hier auch, beziehungsweise alles, was es in der 1.19 gegeben hat, gibt es halt hier auch. Aber, halt geiler. Also zum Beispiel der Minenschacht, der ist ja hier auch existent, aber halt cooler. Muss mal kurz auf K. So, weiter geht's. Wir müssen jetzt einmal kurz in das Buch gucken. Wie war denn das nochmal? Das Buch craften wir mit Lapis Lazuli und einem Buch. Ja, verdomme nochmal. Wir haben ja gar keine Sugarcanes. Fällt mir gerade ein. Wir haben ja gar keine Sugarcanes. Die brauchen wir ja noch. Wo kriege ich denn die jetzt her? Kriege ich die jetzt nur? Indem ich die suche, ne? Klingt ja alles nichts. Dann gehen wir mal hin, machen kurz unser Inventar einmal leer. So, und dann würde ich sagen, können wir uns noch ganz kurz eben einmal einen Bogen craften. Wir haben ja ein paar Pfeile, haben wir ja. Oh, zack. So. Okay. So, dann gehen wir pennen. Und dann gehen wir auf die Suche nach Sugarcanes.